Herzlich willkommen zu einem Video. Diesmal habe ich das Thema Katzen genommen, weil ich euch gerne zeigen möchte, was ich für Katzen füttere, also für Essen, was sie für Spielsachen haben und wo sie schlafen. Wer wissen möchte, bleibt einfach dran nach meinem Intro. So, wir fangen mit dem Futter an. Einmal ein bisschen Snacks. Vom Kaufland. Das essen die gerne. Das ist Lachs und Forelle. Die essen gerne Fisch. Wir kriegen am Tag nur einmal Snacks. Beide. Dass damit nicht so viel wird. Dann habe ich hier einmal Leberwurst. Nur für die Katzen. Die essen das auch gerne. Das ist nur Zwischenmahlzeit. Einmal auf die Finger legen. Und da kommen sie dann und dann essen sie. Jetzt habe ich erstmal nur zwei verschiedene Farben, weil wir jetzt nichts mehr da haben. Einmal Thunfisch und einmal Huhn. Ich nehme nur von KitKat, weil ich hatte mal von Kaufland gehabt, ein Klassik. Aber das haben die nicht gegessen, weil das so trocken war. Die mögen das nur flüssig. Davon gibt es ja auch nur eine Soße und dann auch nur ganz festes. Das essen die komisch weiter, aber vom Kaufland, die Marke, das essen sie nicht. Die kosten, glaube ich, 55 Cent pro Dose. Dann habe ich von Whiskard. Das kriegen sie auch nur zwischendurch. Also meist, wenn ich nach Hause komme von der Arbeit, lege ich nur Klecks hin auf den Boden. Das essen sie auch. Ich kaufe das nur, wenn die im Angebot sind, weil das, ich finde, für eine kleine Packung sehr teuer. Die kostet knapp 1,50 € oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Wenn die im Angebot sind, kosten die ohne 1 €. Deswegen kaufe ich lieber nur, wenn im Angebot ist. Ansonsten kriegen wir Snacks. Hier bewahre ich mein Trockenfutter aus. Das habe ich von Kick gekauft. Weil ich wollte nicht, dass ich das im Schrank so reinstelle, da stinkt der ganze Schrank danach Trockenfutter. Deswegen habe ich eine Dose gekauft und da kommt es rein. Das ganz stinknormale Trockenfutter ist das. Marke von Classic im Kaufland halt. Die kostet 89 Cent. Ich kaufe zwei Tüten und tue das hier rein. Meist ist das von Huhn, Fisch. Also verschiedene Gemüse gibt auch sowas. Das mögen die gerne. Dann wollte ich euch noch zeigen, was die für Katzenscheu nehmen. Von Fit und Fun. Pfannen, Fit und Pfannen, so weiter. Das kaufe ich nur im Fressnapf. Das gibt es nur im Fressnapf. Ich habe das nirgendwo woanders entdeckt. Das habe ich so übernommen von den Katzenbesitzerin. Die hat mir gesagt, dass sie auch immer nur das genommen hat. Weil das nicht Klumpen. Saustark, geruchbindende, weil die fühlen sich auch sehr wohl in den Katzenscheu. Ich habe mal, weil es zwischendurch mal leer war, weil es ja auch richtig schwer ist und kann es nur Wochenende kaufen, da hatte ich vom Bio-Katzenstreu gehabt. Das war richtig dunkel Katzenstreu. Das hat so dermaßen geklebt und dann noch an dem Schaufel, was ich da benutze, das hat übelst geklebt und dann an dem Katzenklo. Die Katzen haben das ja gar nicht gemocht, weil es so stark gerochen hat. Und da habe ich seitdem, nehme ich das immer sowas. Ich habe das mal bestellt immer, aber irgendwie kommt das immer später an. Deswegen gehen wir jedes Wochenende ein bisschen kaufen davon. Ich brauche davon vier Mal, also 4 Stück im Monat. So viel verbrauchen sie, weil ich sehr wohl fühle. Dann wollte ich euch noch zeigen, was die Vorspielsachen haben. Einmal das hier, das habe ich auf dem Fressnapf. Da legt er halt Snacks rein. Da gibt es noch die Kugeln, aber die habe ich jetzt gerade leider nicht gefunden. Und da stelle ich das drauf und die Katzen riechen ja, wo Futter ist. Da machen die praktisch mit der Pfote weg. Das ist so süß. Das ist. Muss ich mal gucken, ob ich noch ein Video habe. Wenn ja, das linke ich mit dann rein. Und dann könnt ihr sehen, wie der das macht. Das finde ich so süß. Dann. Einmal den Raschel, da war die Federn dran. Man sieht, dass es schon ab ist halt. Sie spielen gerne, besonders mit der Lena. Und das raschelt ja auch. Die mögen sowas, wenn man raschelt, raschelt.
Dann einmal das hier. Das habe ich in Kaufland gekauft. Du könntest daran knabbern oder an spielen. Aber dann, komischerweise ganz geblieben. Die hat eine kleine Maus gekauft. Die hat ja nicht mal 2 Tage überlebt, da war sie schon kaputt. Die knabbert gerne dran. Kann ich froh sein, dass die Kabel ganz bleiben. Dann habe ich einmal den Huhn. Das mögen sie auch. Das Lustige ist, da nimmt man manchmal ein bisschen Schlaf mit rein in deiner Heizung, an deiner Heizung sitzt. Da schläft man mal da drinnen mit dem Vieh. Aber wenn es drauf liegt, dann. Das ist lustig. Dann haben wir einmal das hier. Ein Spielball, wie man das nennt. Keine Ahnung. Normalerweise leuchtet der grüne Ball, aber das ist ja kaputt schon. Wenn er Hunger hat, das spielt er aus der Langeweile immer. Dann schießt er mal rum, dann weiter. Ah, jetzt weiß ich, er hat Hunger. Der besteht bestimmt gerade vor der Tür. Dann zeige ich euch noch, wo die schlafen und was wir noch haben. Zeige euch noch die Sitzheizung, wie auch man immer nennt. Keine Ahnung. Da schlafen die immer drinnen. Da ist ein bisschen kaputt. Das ist nicht so schlimm. Das kauft man eh nächsten Monat neu. Da hinten habe ich ein bisschen die ganzen Kabel verklebt. Sieht ein bisschen blöd aus. Wollte noch zeigen, so ein Raschelsack. Da geht der Markt auch gerne rein. Mal das so raschelt. Das haben wir letzte Woche gekauft. Da habe ich ein Futter reingetan. Da ist er auch reingekrabbelt. Hat auch rausgeholt. Dem Futter. Da hinten sieht die Jule. Die ist ganz schüchtern. Ich bin froh, dass wir mal die Katzen haben. Die haben wir jetzt schon fast ein Jahr bei uns. Glaube ich noch einen knappen Monat. Dann sind die genau ein Jahr bei uns. Wir können gar nicht mehr ohne Katzen vorstellen. Das ist so krass, wie die Zeit jetzt vergangen ist. Ich muss bald wieder mit Max zum Tierarzt reinschneiden lassen. Weil die Katzen so sehr maßen an den Katzenbaum. Kratzen auch gerne am Sofa oder am Stuhl. Da muss ich manchmal schunden, weil das stehe ich überhaupt nicht ab. Aber zum Glück kratzen nicht an der Wand irgendwo. Ich hatte eine Katze gehabt, mal, wo ich kleiner war. Da haben die mal an der Wand gekratzt. Das war so eklig. Mich würde gern interessieren, was ihr für Katzenfutter nehmt für eure Katzen. Was ihr für Katzenstreu nehmt oder ob ihr ganz viele Spielsachen habt als ich. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr in Zukunft keine Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal auf den roten Button, der direkt unten drunter ist. Und wenn ihr gerne schreiben wollt, kommentiert einfach unten überall bei Facebook, Instagram oder unter der Infobox. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.